Okay, hier komme ich nirgendwo weiter. Ich weiß eh nicht, wo ich lang muss, ob ich nach oben muss oder nicht. Aber ich meine, hier führt irgendwo ein Weg nach oben. Nein. An diesem Steg hier. Ja, okay, alles klar. Jetzt wahrscheinlich nach rechts vielleicht, wenn ich gut bin. Ja. Okay, hallo! Die Quacks kommen hier die ganze Zeit schon raus. So, okay, gut. Ich hoffe mal, ich komme da auch rein. Nein. Schlimm ist, ich weiß eh nicht jetzt, wie ich die Karten schon benutzt habe und wie die eventuell nicht. Das ist nicht gut. Aber Moment, ich komme von hier aus. Fresse, Kind. Von hier aus komme ich wahrscheinlich weiter nach oben. Genau. So, okay, nein. Okay. Ist jetzt ein bisschen langweilig für euch, ich weiß, aber was soll ich machen? Da gehört ja doch zum Spiel dazu. So, okay. Das Lustige ist, da bin ich ja von alleine drauf gekommen, einfach hier durchzulatschen. Ich weiß, das klingt jetzt nicht nach einem Geniestreich, aber. Fuck. Ich verstecke mich mal lieber. Ich weiß nicht, ob das nach links geht. Also es wäre die Gefahr recht hoch, dass er mich sehen würde. Könnte. Ich komme in die Tür rein. Das Blöde ist jetzt, wenn ich hier runter bin, kann ich mich nicht nach links oder rechts bewegen. Ich kann nur wieder rauskrabbeln, also gerade raus quasi. Komm, hau irgendwo hin ab, wo du nicht störst. Okay. Okay, danke schön. Ja, wir kommen da rein. Ach du Heiliger. Okay, wie mache ich das denn jetzt? Ich muss erstmal mein Zettelchen hier wieder raus, wo ich mir die ganzen Türen aufgeschrieben habe, wo ich nicht reinkam. So, wo ist er jetzt hier? Ui. Ich nenne das einfach mal Sumpf. Wie kam ich denn da nochmal hin? Genau, aus dem ersten Stock des ersten Gebäudes. Das muss ich auch mal aufschreiben. So, eins. Und dann noch Sumpfgebäude. Auf jeden Fall auch schon mal mindestens eins. Guck mal, ob ich die obere Tür aufkriege. Wo ist denn jetzt mein Controller? Wo hab ich denn den? Ach, da unten. Okay, alles klar. Ich hab ihn. Alles ist gut. So, kriegen wir das auf. Dankeschön, okay. Oh nein, kein Endgegner jetzt hier. Ein Besucher! Was für eine schöne Überraschung. Und jetzt genau zur richtigen Zeit. Ich wollte sowieso ein bisschen laufen gehen. Ich bin der Running Man. Der weltschnellste Söldner. Bla, Punkt. Keiner kann mit mir mithalten. Warte selbst ab. Wo sie selbst. Ja, ich glaube, ich kann den wirklich nicht einholen. Aber. Kann ich schon mal die Suche ausrüsten? Nein. Pat. Was? Was denkst du darüber? Ziemlich schnell. Was? Aber ich wärme mich gerade einmal auf. Hörst du diesen Ton? Das ist Nervengas. Besiege mich, bevor das Gas dich kriegt. Und du könntest überleben. Die Uhr tickt. Lass uns das Rennen beginnen. Also das heißt schon mal, direkt erstmal... ja, komm. Direkt erstmal die Gasmaske ausrüsten. Und hier ist das nämlich, glaube ich, am sinnvollsten, wenn wir die Mine nehmen. Ich glaube, wir haben nicht genug. Scheiße. Hier eine hin. Ach so, fuck. So geht das. Okay, alles klar. Am besten immer in den Gängen hier. Ach, fuck. Man muss sich immer umdrehen, bevor man die Mine legt. Das habe ich auch schon beim ersten Mal falsch gemacht. Ich habe aber nicht getroffen, so wie es aussieht. Schon wieder nicht. Das heißt, die Mine lag dann auch. Wie kann denn an der Mine vorbeilaufen, bitteschön? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wo starte ich denn? Nicht am Sumpf, oder? Alten! Okay, dann sammeln wir hier jetzt mal den ganzen Minenkram. Und noch sogar noch mit der wenigen Energie. Das hätte ich jetzt eigentlich wirklich nicht gedacht. Das ist ja scheiße. Okay, gut. Ich überlege gerade was. IAU. Ja, bringt eigentlich alles nicht viel. Na gut, ich, was ich jetzt rausschneiden werde. Ja, jetzt kommt schon direkt die erste Karte, ja, aber das ist dann einfach sinnlos, wenn ihr das nochmal mit ansehen müsst. Den Weg zum Sumpf auf jeden Fall, aber vorher hole ich mir noch eben die eine Ration, damit ich auch ein bisschen Energie habe. Brauche ich gegen den Typen Energie? Ich weiß es nicht. Höchstens, wenn ich in die Mine renne.
Also natürlich die Frage, ja, das ist aber dumm. Warum hat die Mine denn nicht getroffen? Das verstehe ich nicht. So, okay, jetzt müsste ich eigentlich genug Minen haben. Ja, 15 Minen, das ist doch mal ganz nett. So, okay, die Ration war da oben drin. Aha, aha, aha. Ja, komm her, komm her, komm her, komm her. Trau dich, trau dich, trau dich. Oder halt einfach so. Ups. Danke. Also oben können wir eh noch nichts reißen, weil uns da noch was fehlt. Quietsch, 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 quietsch. Munition brauchen wir keine. Ja, jetzt halt aber die Fresse, Kodak. Ich hab's doch gepeilt. Die ganzen Minen sind doch schon weggeräumt. Verflucht. Gut, okay, wir sehen uns dann vor dem Endgegner wieder, würde ich sagen. Also bis gleich. So, wir sind ausgerüstet. Ich bin wieder da. Los geht's. Ach, verdammt, ich hätte euch vielleicht die Sequenz noch, schenken sollen. Blablabla. Ja, du rennst so schnell. Okay, da müsste ich dann quasi die Mine hin platzieren, alles klar. Ich hoffe mal, der rennt immer den gleichen Weg, das wäre natürlich superb. Krankenwagen, schalalalalala. Ist das theoretisch, wenn er tatsächlich immer den gleichen Weg geht, das, dann müsste er theoretisch hier entlang laufen. So. Ich weiß natürlich nicht, da gibt es eigentlich nur einen Weg. Er geht nicht nach dem gleichen Weg. Okay, einmal habe ich ihn schon mal getroffen. Immerhin. Auch von der Seite sehen. Ist halt schon recht nervig, dass man immer wieder dann das Vorgeplänkel machen muss. Und mein Sauerstoff ist nicht mehr so weit. Okay. Also ich habe nicht mehr so viel Sauerstoff, das wollte ich damit sagen. Okay. Komm, stirb, Junge. So, okay. Der hat super viel Energie. Okay, er ist gleich tot. Ich auch. Ja! Dankeschön! Okay, ich habe es irgendwie überlebt. Sehr schön, freut mich. So, erstmal die Minen aufsammeln. Und da liegt er tot. Ah, du hast meine Geschwindigkeit gegen mich selbst benutzt. Wie ist sein Name? Snake, Solid Snake. Snake? Der, Gepard hat gegen eine Schlange verloren? Wie kann das passieren? Ich denke mal, du warst einfach nicht schnell genug. Und? Mehr Energie? Und eine neue Karte! Yay, Karte Nummer 3! Wuhu! Habe ich irgendwas anderes gefunden? Ach doch, die Minen, natürlich. Komm über die Minen, um sie aufzuheben. Der Minendetektor zeigte die Minen auf dem Radar als weiße Punkte. Bis zu 60 können auf einmal scheinbar auf den Boden gelegt werden. Okay. Danke für den Hinweis. Das Schöne ist jetzt natürlich, wir haben eine sehr, sehr nette neue Card-Key bekommen. Das ist gut. Ich will die Minen gerne wieder haben. Dankeschön. So, jetzt hoffe ich mal einfach nochmal, dass wir schön lecker viele Rationen finden werden. Das wäre natürlich super. Aber da gehe ich einfach nicht von aus. So, okay. Kommen wir hier jetzt rein? Das wäre natürlich toll. Ich glaube, die Tür da unten im Sumpf, die bringt uns, glaube ich, nur zu einem anderen Ort. Ach, hallo. Ich weiß, was das ist. Das ist eine Stinger-Rakete. Was? Die haben ein paar in die Fabrik von Sansibar auf der Westseite von... Was? Von dem Sansibar-Gebäude auf dem ersten Stock gebracht. Sie sagten, sie würden sie auf irgendwelche Panzer tun. Was ist das so? Ich hasse Leute, die Waffen benutzen. Genau, da hatte nämlich die Julia, da muss ich eigentlich eine recht gute Idee, dass ich einfach mal keine Waffen nehme. Aber dann sagt sie trotzdem das Gleiche. Ich kann vielleicht auch nur zerstören. Also die Kinder sind mir verdächtig. Oder ist einfach nur ein Tipp von mir. So, guck mal. Ich habe Raketen gefunden. Okay, auf jeden Fall, die Tür kann ich jetzt wegstreichen. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Draußen ist ein Gegner, muss ich mir merken. Das heißt, die Knifte wieder ausrüsten. Und raus hier. Ja, es finde ich leider schade, dass die Karten nicht abwärtskompatibel sind. Oh mein Gott, man kann nicht alles haben. Achso, ich dachte eigentlich, der Gegner wäre noch da. Ja, machen das klar. Oh mein Gott, wie war der Weg hier nochmal? So, war es jetzt schon nach rechts direkt? Okay, alles klar. Okay.
Was? Okay, da war doch eine kleine Einkerbung hier. Genau. Und dann jetzt? Nein, noch nicht. Und jetzt hier. Gut. Komm ich rein? Komm ich rein? Nein! Warum nicht? Ich muss jetzt nicht den ganzen verfickten Weg wieder zurückrennen, oder? Stirb. Nee, ich kann das Kind eventuell sogar töten. Das wäre mir persönlich eigentlich recht egal, aber ich weiß nicht, ob ich dann irgendwie Energie verliere oder so. Es ist ja bei Metal Gear 1 war das ja so. Wenn man eine Geisel getötet hat, dass man dann quasi wieder seinen Rang verloren hat, was glaube ich auch einmal passiert ist. Kurz vor Ende. Also bei dem Typen, der sich zwischen drei Geiseln gestellt hat, genau. Ich glaube, da ist mal einer gestorben. So, okay, aber schön. Gegner Nummer 2 wäre töt. Running Man. Kennt euch jemand den Film vom Schwarzenegger Running Man? Finde ich eigentlich ganz nett, den Film. Also ist halt so ein typischer 90er, 80er Jahre, also einfach 90er, Ende 80er Jahre Schwarzenegger-Film. Richtig gut. Einfach nur Popcorn-Kino. Finde ich echt geil. Und der erste, wie hieß der erste nochmal? Machine Gun Kid? Ich glaube, das war der erste Teil. Ah, nee, das war der Black Ninja. Richtig, richtig. Ach, boah. Ich komme hier gerade nicht mehr zurück. Ich bin gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ist okay. Muss ich jetzt eigentlich nur hochgehen? Oder auch nicht? Links? Nein. Hätte ja sein können. Ich krieg da nochmal irgendwann hier nicht rauszukommen. Muss ich jetzt natürlich auch rausschneiden, aber. Dann so. Oh, okay, danke. Danke. Theoretisch könnte ich mir jetzt oben nochmal neue Energie holen. Da mache ich aber nicht. Nee. Okay, wir haben eine neue Schlüsselkarte. Und das bedeutet eigentlich. Was war denn da oben nochmal? Ach nee, da oben war nur der Doktor. Der Doktor, genau. Ein bisschen Napalm immer ganz fein. Den ganzen Dschungel hier wegbrennen. So, okay, hervorragend. Schulter juckt. So, ihr kleinen Pimmel. Guck mal, da ist der Green Beret. Hey, da war der Green Beret. Hey. So, okay. Ich habe keinen Plan, wo jetzt wer wie war. Moment, ich gehe wieder zurück. Da ist doch was hier. Da ist doch was. Da ist doch was. Da ist doch was. Lass mich da rein. Mensch. Wie komm ich da rein? Wie komm ich da rein? Wie komm ich da rein? Okay. War da links jetzt noch irgendwas? Ja, natürlich. Oder wollte ich da gerade rein? Nee, da wollte ich gerade nicht rein. Nee, oder? Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich dachte, die Tür wäre woanders. Aha. Yeah! Neuer Bereich. Ah, okay. Ist das bestimmt der Bereich, wovon das Kind sprach? Wie hoch kommst du? Okay, du kommst nicht hoch genug. Krabbel! Danke. Oh mein Gott. So. Oh, Moment, da kann ich eigentlich eine Tür hier schon mal wegstreichen. So, das war jetzt wichtig. Da bin ich auch immer schön im Überblick, behalte ich jetzt den Höhle, ich hab doch noch aufgeschrieben, erst um die Tür, die mir fehlt. Blabling, blub, blab. Oh mein Gott. Ich glaube, ich bin Glück bringt das gar nichts als Schutz. Komm, hau einfach ab. Geh weg. Wir wollen dich hier nicht sehen. Hast du mich verstanden? Danke. So, okay, aber ich will nicht mal umkloppen, weil ich habe zumindest das Gefühl, dass wenn man die mit der Faust besiegt, dass sie dann hinten eher was liegen lassen, als wenn man die mit abschießt. Ist da was drunter? Nein. Aber komm, holen wir uns die Munition. 120 Schuss, oh mein Gott. Ich glaube, die Munition lädt auch alle Waffen auf, die wir im Inventar haben. Also wir müssen jetzt nicht immer nur die Waffe, die ausgewählt ist, leveln auf, sondern eigentlich komplett alles. Und da ist das Objekt der Begierde, die Stinger-Rakete. Wie viel haben wir denn? So, bewege das Fadenkreuz über das Radar, indem du das D-Pad benutzt. Drücke 4, um zu feuern. Kann Gegner angreifen, die außerhalb des Radarbereiches liegen. Also, Entschuldigung, das war jetzt falsch übersetzt. Die zwar auf dem Radar sind, ich aber nicht sehe. So, okay, komm. Raus hier. Oh, fuck. Okay, zum Glück habe ich die Schalter. Nein, er lässt nichts liegen, die Arsch. So, okay, der geht gerade nach oben. Theoretisch könnte ich mir hier immer wieder Stinger-Raketen holen. Ich weiß auch nicht, ob das reicht, um ehrlich zu sein. Jetzt müssen wir theoretisch wieder hoch in den Dschungel, Richtung Helikopter. Jetzt können wir den nämlich besiegen, wenn wir Bock haben. Bleib stehen. Okay, du
willst gar nicht mehr in den Dschungel. Finde ich sehr nett. Ach, komm hör doch auf! Das ist nicht dein Ernst, ey, wie dumm. Haha. Hui. So, okay. Souverän, ja nicht sowas souverän. Raus hier! Oh, immer noch Alarm. Geh einfach weg. Geht einfach alle weg. Ja, noch eine Tür weniger. Och, guck mal. Ja, genau. Ah, oh, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Weil die rote Karte eine Meisterkarte, die die Karten 1 bis 3 ersetzt. Das heißt, ich muss die nicht mehr immer blöd umwechseln. Und hier haben wir jetzt eine Tür weniger, die wir nicht mehr begehen können. Aber hier möchte ich eigentlich... Ja, wobei doch die... Ah, doch, ich erinnere mich. Die eine Tür, die wir noch nicht können, ist die, glaube ich, unten rechts, die direkt am Anfang. Okay, dann sind wir jetzt doch wieder bei drei Türen, die wir nicht öffnen können. So, scheiße. Sind wir jetzt hier gelandet, okay. Also Gegner scheinen hier keine zu sein, das finde ich schon mal sehr gut. Ich habe nur Hoffnung, dass die... Ich brauche echt Rationen. Ich habe keine mehr. Ach so. Das ist ein Müllschacht. Das ist natürlich eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, um Rationen zu bekommen. Fragst du, wo kommen wir denn da hin dann? Kommen wir denn da hin? Da könnt ihr auch oben entlang oder von oben wieder hinkommen. Sollen wir es wagen? So, ja, komm, wir wagen es. Wir müssen eh nochmal in die anderen Bereiche, in die anderen Stockwerke. Ich brauche Müll. Gib mir Müll, gib mir Müll, gib mir Müll, gib mir Müll. Danke. Ja, danke schön. Die B3. Das ist lustig, wenn wir die Tür nicht aufbekommen hätten. So, Moment. Ich will nochmal haben. Ich will nochmal Müll haben. Was? Bug-Checklist? But it's useless, just throw it away. Das heißt, man kann hier auch Müll finden. Ich hätte aber gerne schon, weil ich kann jetzt mittlerweile 9 Rationen tragen, deswegen ist das, glaube ich, nicht zu viel verlangt, wenn ich jetzt... Was bin ich überhaupt? Ich habe es nicht gelesen. Es wäre nicht zu viel verlangt, wenn ich jetzt wenigstens mal 3 hätte oder so. Konami-Paradigma. Aber brauche ich nicht. Wäre ich ganz nett. Die Ideen. Ah, komm, ich will Rationen, ich will Rationen, ich will Rationen, ich will Rationen, ich will Rationen. Eine tote Ratte! Hey! Ach komm, die ist doch nicht nutzlos. Hallo? Verarschen? Oder was? So, jetzt aber. Fischknochen! Fischknochen war mal eine Marke. Die hat Pullis gemacht. Gibt's die noch? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich also monotechnisch bin ich jetzt nicht unbedingt der Zar. Ja, danke schön! So, okay. Weil ich denke, wir können, glaube ich, von jeder Rationenart jetzt tatsächlich 3 zusammentragen. Also ich glaube, wenn wir da links runterfallen, ist das noch nie passiert, aber ich denke, ich vermute einfach mal, dass wir dann tot sind. Eine leere Flasche. Spiel die Flasche leer. Strunz. Okay, komm schon her damit. Ja, okay, super. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt können wir weitermachen. So, in B2 sind wir jetzt. Da war eine Tür aus irgendwelchen Gründen, die wir nicht öffnen konnten. Wahrscheinlich war die, in die wir jetzt reinkommen. Vermute ich einfach mal. Hier kann man wahrscheinlich auch schon vor rein. Ah, wahrscheinlich die da oben. Nein, okay, die ist immer noch zu. Gut, aber in B1 hatten wir auch einige Türen, die nicht aufgingen. Ich kann mich an B1 jetzt gerade gar nicht mehr erinnern. Ah, doch, 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 doch. So, boxen wir erstmal schön den Schalter. Ach, 36 Minuten nehme ich gerade mal auf. Da habe ich noch Zeit, da habe ich noch Zeit. Aber einen Schluck trinken wir jetzt gerade mal ganz schön. Okay,